Hi! Keine Booster, zwei Pokéminaten und eine Schatzkiste. Heute habe ich einen besonderen Pokéminar dabei, und zwar den Daniel. Hi! Ja, den gibt's auch. Der betreut hauptsächlich bei uns Instagram. Also mal schön vorbeigucken. Wir verlinken euch es unten im Kanal, also in der Beschreibung. Ja, was haben wir mal mitgebracht, Daniel? Wir haben jetzt heute mal ein bisschen in unserer Schatzkiste gewühlt. Nee, was ist da jetzt besonders? Das ist ein schwarzer Ordner hier, also. Ja, allein der Hersteller ist ja schon besonders, ne? Das ist nämlich ein No-Name-Artikel. Ja, das packen wir noch um, ne? In den richtigen Ordner hier, ne? Aber ist tatsächlich aus der Privatsammlung mal ein kleiner Leckerbissen. Weil wir wollen euch ja auch ein bisschen an unserer Story teilhaben lassen. Man muss natürlich sagen, wir haben ja auch auf Instagram mal nachgefragt, ne, ob ihr auch mal aus der Privatsammlung was sehen wollt. Und da hieß es ja, macht mal ein YouTube-Video daraus. Ja, deswegen würde ich mal sagen, ich klappe mal die erste Seite auf. Vielleicht weiß jetzt der ein oder andere schon, um was es geht heute. Ta-da-da-da! Ein Poster. Wir haben kein Poster, ne? Aber einmal das Frontbild der Pokémon Tops 1 Series, die ist tatsächlich 1999 erschienen, auf dem deutschen Markt. Also wahrscheinlich jünger oder älter als mancher Zuschauer von uns. Und war wirklich eine der interessantesten Sammlungen zu der Zeit, abgesehen von den Karten. Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern, aber ich bin da irgendwie nicht so drauf hängen geblieben, muss ich sagen. Irgendwie haben die mich da nicht so gecatcht, ne? Ja, ich hoffe auch, von der Belichtung her passt, ne? Weil wir haben jetzt, wenn ihr seht, wenn ich jetzt mal die Softbox anmache, ist noch nicht so der Hit. Vielleicht mal die anderen noch checken, ob das funktioniert. Ja, aber schauen wir mal, ne? Wenn ich, müsste es uns verzeihen. Ja, dann würde ich mal sagen, leg's mal los. Ne? Zeig's mal die ersten. Also zum Start ist es erstmal immer das Wichtigste, gerade bei der Top-Sammlung und gerade bei der Series One. Ne, gibt's ja hier dieses Frontbild, was sich dann zusammensetzt mit diesen Trainerkarten, was man jetzt hier auf der Rückseite dann erkennt. Ne? Da ist es tatsächlich auch wirklich interessant, dass es anfängt mit TV 7, 8 und 5. Also ich mach mal kurz die Softbox aus. Keine richtige Reihenfolge, die man da jetzt wirklich erkennen kann. Da ist es tatsächlich so, dass man wie eine Art Puzzle erstmal mit den Trainerkarten versucht, sich vorne dieses Bild zurechtzulegen, aber es ist ja tatsächlich auch gelungen. Ich sag's mal so, mit einem IQ über 50 sollte das schon klappen, ne? Das ist richtig, ja. Ich glaube, da braucht man nicht mal ein Toastbrot dafür. Ja, also von dem her. Ne? Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt hier sehe, das sieht ja schon wieder, Das ist natürlich interessant, ne? Man muss jetzt erstmal so ein paar kleine Fakten dazu nochmal wissen, ne? Weil wir gucken uns jetzt zunächst mal die letzte Seite an. Hä, warum gehst du jetzt nach hinten? Weil wir hier jetzt eine besondere Karte haben und das ist die Checklist. Ah. Ja, die halte ich jetzt mal hierher. Ja, und auf der Rückseite steht dann quasi auch, was wir in diesem Set vollständig haben müssten. Und jedem fällt natürlich auf, der wirklich auch Pokémon-affin ist. Die letzte Nummer ist hier die 76 mit Geowatts. Naja, aber die erste Generation hat 151 Pokémon. Das heißt, um alleine die Generation 1 zu vervollständigen, braucht man die Tops 1 und die Series 2. Mhm. Aber das hier sind jetzt deine Doppelten, oder was? Das sind jetzt keine Doppelten. Das ist tatsächlich so, dass es erstmal weitergeht mit, wir haben 76 Pokémon-Karten, wir haben dann insgesamt 13 TV-Karten, wo abgebildet ist mal wieder so die typischen Standards, Team Rocket, Ash, Misty, Professor Eich ne, und die Checklist und dann hat man die Series One komplett. Ja, dann springen wir nur nach vorne, ne? Mit genau. Da. Wir gehen jetzt einmal wieder also nach vorne. Also habe ich nicht gewusst, wenn ihr das gewusst habt, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Also für mich war das jetzt neu. Aber gut, man lernt ja nie aus. Und dass die jetzt hier Glitzer sind, ist jetzt dann auch gut, oder? Das ist natürlich immer gut, ne? Alles, was glitzert, ist gut. Ja. Immerhin ein Holo. Ne? Also man kann es ja auch wirklich mal so anfangen, ne? Wir haben jetzt hier einfach mal einen Shiggy. Oh, Double Sleeved, hä? Na klar sind die Sleeved. Ne? Man muss ja immer wieder sagen, die Karten, die haben jetzt ein gewisses Alter. Die ein oder andere Karte ist natürlich auch
an den Kanten mal ein bisschen zerruppt. Gut, ne? 20 ich mein, Jahre sind die Dinger alt. Ne? Also gehört halt dazu, aber ich habe mir wirklich dann zu Hause jetzt mal die Mühe gemacht, habe mal alles neu sortiert, habe mir tatsächlich auch für alles nochmal diese Ordner angelegt, alles strukturiert. Aber für einen Pokémon-Ordner hat es Geld nicht gereicht, ne? So. Nee, das war jetzt also ein Transport. Man muss ja wirklich tatsächlich mal sagen, ne? Also wenn man sowas macht, dann macht man es in der Regel richtig. Ne? der Ordner ist tatsächlich nur provisorisch, weil den Originalordner zur Tops One Series ist entweder unauffindbar oder in einem so schlechten Zustand. Das wollte ich wissen, ne? Weil du hast ja noch andere Serien und da hast du ja den Originalordner dabei. Ne? Dass zu viele Menschen, auch aus der gleichen Community, wo man wirklich auch mal sagen muss, ne, irgendwo ist dann halt auch mal eine Grenze, dass man für den zerschrubbtesten Ordner jetzt keine 100 Euro bezahlt, egal ob er Original Series One ist oder nicht, sollte vielleicht dann auch tatsächlich mal für den einen oder anderen der Anlass sein, auch mal seine Verkaufspreise zu überdenken. Zu überdenken, ne? Weil letztendlich, wir sind hier eine Community, wir machen hier alle miteinander und nicht gegeneinander. Ja, auf jeden Fall. Ne? Von also, dem so her sehen wir das zumindest. Ne? Sollte man da schon mal drauf achten. Ja, aber jetzt hatten wir mal das Shiggy in der Normalform. Jetzt schauen wir mal, das sieht man tatsächlich. Ne? Haben wir hier jetzt mal eine Holo-Karte, das ist das passende Shilluk dazu. Aber da ich jetzt schon fühle, ich habe es richtig im Gespür, ne, dass sich alle Leute momentan nur auf diese Karte konzentrieren. Ne, und deswegen holen wir sie jetzt einfach mal raus und zeigen sie auch nochmal in groß. Das ist natürlich, Glurak ist Glurak. Ja, das ist natürlich begehrt, ne? Aber da haben wir immer so die Probleme, wenn wir Booster aufpacken, ne? Glurak ist so. Ja, ist. Kommt nie, ne? Glurak ist momentan nicht so unser Freund, ne? Ja. Und man muss wirklich sagen, auch bei Verborgenes Schicksal, so eine Shiny Glurak. Ja, wäre was Feines, ja. Wäre definitiv mal was gewesen. Aber haben wir nicht, ne? Also jeder, der natürlich bereit ist, uns eine zu geben. Ne? Also einfach kurz PN in Instagram, kein Thema. Comment down below, ne? Da gibt es die passende Adresse dafür. Ja. Wir machen ein schönes Fanpost-Video daraus und dann passt es. Ja, das wär's, ne? Ja, auf jeden Fall, was man dazu einfach auch mal nochmal kurz sagen kann, ne? Selbst bei den normalen Karten hier gibt es nochmal leichte Unterschiede und Details. Ersichtlich immer hier hinten. Ja, wir haben hier einmal dieses Tops-Logo. Mhm. Ja, das gibt es einmal in Blau und einmal in Schwarz. Mhm. Und Blau ist besser, denke ich mal, ne? Weil du hast es in Blau. Blau ist tatsächlich diesmal die schlechtere Variante. Also okay. Schwarz ist wirklich... First Edition oder was dann? So könnte man es vielleicht fast formulieren, ne? Weil das Schwarz signalisiert eigentlich, dass es aus einer anderen Auflage ist, die geringer ist. Ja, okay. Ja, also das ist wirklich... ja, ärgerlich, dass wir sie jetzt hier einfach nicht präsentieren können, aber... Hast du keine einzige schwarze? Tatsächlich nicht. Ah, okay. Ja, muss man ja mal dazu sagen, ne? Vielleicht hat jetzt der ein oder andere Lust, auch eine Sammlung anzufangen. Aber ich denke, dazu müsstest du vielleicht auch mal umblättern. Naja, ich merke schon, du bist richtig Wir nehmen uns hier jetzt einfach mal die Zeit, wenigstens hier die Top 3 einfach auch nochmal hier ins Bild zu halten. Ne, weil ich meine, das ist ein besonderer. Ja, aber sogar nochmal das Licht hier. Ein besonderer Moment. Ne, ich bin ja auch nicht allzu oft bei den Videos dabei, einfach auch aus privaten und beruflichen Gründen. Ja, weil wir anderen sind alle Hartz-IV-Empfänger. Nee, ist vielleicht dann auch tatsächlich der Wohnort und der Standort, der hier ausschlaggebend ist. Ne? Aber ich meine, ist ja alles im Rahmen. Und was ist jetzt da unten für ein Ding? Das ist doch Fukana, oder nicht? Könnte man fast meinen, ne? Dass das Fukano ist. Ah, natürlich, da ist so eine Frage dazu, ne? Ibitak, Glutexo, ne? Das sehe ich doch direkt am Schatten hier. Wie heißt dieses Pokémon? Mhm. Karte 58. Warte mal, lass mich mal auch ein Rätsel machen hier. Fukano sein, ein Glutexo und ein Ibitak. So, und jetzt für euch eine kleine Frage. Was ist das für ein Pokémon? Schreibt es in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, wer da jetzt aufgepasst hat. So, dann sortieren wir das erstmal feinfühlig wieder ein. Ja. Ja, weil ist ja auch alles gesleeved. Ne? Ja, du bist halt ein Feini. 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 Ja. So.
Seite 1 definitiv eine der interessantesten Seiten, deswegen haben wir da jetzt einfach ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Ne? Ja. Wir haben hier natürlich immer mal wieder zwischendrin natürlich die Holo-Karten, ganz klar, die gehören dazu, leider auch nicht jede in Holo. Teilweise ist sogar auch ein paar englische Karten noch mit dabei, weil auch aufgrund vom Alter muss man sagen, ist es schwierig, da ein paar Karten auch zu finden. Ne, aber ich denke mal so mit aber das ist natürlich auch schon wieder die wichtigsten Karten dürften wir eigentlich dann auch in der Holo-Variante haben. Ja, auch hier ist Pikachu. Die nächste Frage. Wie also ich heißt weiß es aber. Pokémon? Psst, verrat's nicht. Ja, ist immer ganz süß. Hier mit Pikachu und Pokéball. Ja, könnte man sich auch mal tätowieren lassen. Ja, viel Spaß. Weil ihr seht, ne, neue Hände, neue Tattoos. Ja. Für so, den einen oder anderen. Schwerverbrecher, naja, deswegen bin ich nicht so oft dabei, ne? Ja, gesucht von der Polizei. Muss mich immer ein bisschen verstecken. Ja, ja. Demnächst auf Ad Hill 2. Ja, aber jetzt so Nidoking und sowas habe ich früher total gefeiert, ne? Muss ich echt sagen. Also, ey, mich stört das, dass es ein bisschen dunkel ist, ne? Aber wenn ich jetzt hier das Licht anmache, dann wird es auch nicht viel besser. Nee, dann ist es tatsächlich einfach das ist echt schade, ne? Schlechter vom Gesamtbild. Nächstes Mal, sage ich dir ganz ehrlich, da sitzen wir uns draußen in den Park und machen da ein machen wir mal ein Live-Video. Ja, also, ja, Nidoking ist schon immer auch ein cooles Pokémon gewesen. Ne? Das ist natürlich auch so, als kleines Kind ist das eigentlich so gefühlt diese pure Männlichkeit, die man nacheifert. Ja. Ne? So, Vulnona, sicher hier aus der Seite, eins der gefeiertsten Pokémon. Also ich sehe schon, nächste Seite ist für mich. Hör auf, jetzt mach weiter. Ja, also wer kennt's nicht? Ja. Danke, dass du mir Vorlagen gibst zum Videoclips reinschneiden. Ja, kein Problem. So, hier natürlich mein Favorit, Enton. Ne? Die aufmerksamen Zuschauer wissen das. Ne? Da muss ich auch nochmal kurz... hat mir auch der liebe Daniel mal zusammengestellt. Ne? Kennt nicht jeder. Ist aber auch sehr interessant. Vielleicht zeige ich das auch mal das nächste Mal. Ja, ja, deine private Enton-Sammlung. Ja. Wenn man schon bei Pokémon Mystery Dungeon... Ja, wenn man da schon das Pokémon vorgeschlagen bekommt, ne, dann muss was dran sein. So, hier. Was ich immer ganz interessant finde, ne, ist natürlich auch der Hintergrund der Karten. Der Hintergrund der Karten. Der Hintergrund der Karten, ne? Mhm. Weil sowas wie hier bei Mankey und bei Rassaf. Ah ja, erzähl ich, was du meinst, ja. Das ist immer entsprechend zu der Karte, ne? So bei Psycho, auch so Wellen und sowas. Genau. Ja. Ne? Also da, das fand ich auch immer ganz interessant. Aber da musst du dann aber auch schon Fan sein, also richtiger Fan, um sowas wertzuschätzen, ne? Da muss man tatsächlich, glaube ich, auch einfach tief im Thema sein, um da wirklich auch diese Unterschiede zu erkennen. Ja. Ne? Also wir haben jetzt hier die angesprochenen TV-Karten. Aber was ist jetzt der Unterschied zu den vorher? Oder sind das jetzt die gleichen wie von vorne? Weil das sah identisch aus, ne? Das sind die gleichen wie vorne. Man sieht es dann auch hier, ah, ja. Ne, dass hier nochmal eine Rückseite abgebildet ist. Und auch hier sieht man es dann, ne, dass man einfach keine Beschreibung hat auf der Rückseite, sondern es wirklich einfach nur TV-Karten darstellt für dieses Puzzle. Und dann natürlich nochmal die Checklist. Und dann war es das aber auch da schon. Aber da muss ich dir jetzt auf jeden Fall sagen, da musst du mal nochmal nacharbeiten, dass du das Bild nochmal setzt. Das ist ja eine Schande eigentlich, ne? Naja, hier ist es ja jetzt sortiert nach den entsprechenden Nummerierungen. Ne? Und vorne ist es dann extra nochmal um dieses... Also hast du beides doppelt. Das ist natürlich schön. Braucht man ja auch. Das ist schön. Und das sind jetzt deine Doppelten hier, ne? Das ist jetzt die Top Series 2. Ach so, ja, aber das seht ihr im nächsten Video. Wenn euch gefallen hat, natürlich nur. Wenn ihr jetzt sagt, hey, den Scheiß gucken wir nicht an, dann drehen wir natürlich keinen zweiten Clip. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schaut das nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.